Und willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing. Ich entschuldige mich für meine Stimme. Ja, ich bin einigermaßen gesund, aber meine Stimme macht... Ja, aber ich will letztendlich diesen Adventskalender auspacken. Ich werde euch mehr zeigen, weniger reden. Und zwar schauen wir uns heute die Buchmädchen an. Und ganz oben auf liegt diese wunderschöne Karte. Ja, und legen wir los mit. So, und bevor wir jetzt eigentlich loslegen, noch eine Kleinigkeit. Erst einmal, Spoiler Alert. Ihr seht hier alle 1 bis 24 Türchen dieses Adventskalenders. Das heißt, falls ihr ihn selber euch bestellt habt, und nicht gespoilert werden wollt, solltet das Video heute mal nicht anschauen. Falls aber doch, freue ich mich, wenn ihr mich abonniert und ein Daumen-Hoch-Zeichen da lässt, weil umso mehr Daumen-Hoch-Zeichen ich bekomme, umso eher ist es, dass ich das vielleicht nächstes Jahr wiederholen werde. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Unboxing-Video. Türchen Nummer 1. Und haben wir schon das erste Buch mit einem geilen Buchschnitt. The Things We Left Unsaid, unsere Herzen auf dem Spiel von Simone Ann. Okay. Ich werde euch den Klappentext einfach zeigen. Kann man den überhaupt lesen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich werde euch die Bücher unten verlinken und nicht weiter darüber sprechen. Nummer 2. Süßes. Yeah. Und eine. Oh. Eine Kerze. Sieht geil aus. Türchen Nummer 3. Deswegen mag ich die Buchmädchen. Und das passende Lesezeichen dazu. Allein deswegen hat sich schon der Adventskalender gelohnt. Und Nummer 4. Nochmal ein Brotzeitbrett. Hatte ich ja schon in einem Adventskalender. Finde ich auch cool. Es gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als das letzte. Doch, ist ein Flaschenöffner. Ich sollte vielleicht auch sagen, 6. Das nächste Buch. Und auch wieder mit einem schönen
Man muss es ja auch sagen, wenn es einem krank geht, muss man gute Sachen machen. Wie das zum Beispiel. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oh no. Und das ist auch als süß und klein. Und ich liebe es. Wie geil ist das denn? Ich weiß, dass es gerade hier Gummis sind, aber egal. Die werden nicht benutzt. Nope. 8. Einen neuen Block und einen Kugelschreiber. Oh, seht ihr das? Stars Hollow Books. Oh mein Gott. Gilmore Girls. Ja. Also ich finde schon mal cool, dass nicht nur ein Item pro Türchen drin ist, ja. Und das ist auch ein geiler Spruch. Eine Tasche mit Dinosauriers didn't read. Look what happened to them. Taschen kann man auch nicht genug haben. Und Nummer 10. Oh, eine Kerze. Okay, die rieche ich jetzt nicht. Aber das könnte man noch gebrauchen. Nummer 11. Ach stimmt, da war ja ein T-Shirt dabei. Oh, wie cool. Das fällt verdammt groß aus. Könnte passen. Und Nummer 12. Und somit Halbzeit. Oh, cool. Ein Fiebermättchen. Hier ist mein Schluck. So, weiter geht's mit 13. Nummer 13.
Oh, noch ein Buch. Maybe This Year. Dieser eine Tag im Winter. Emily Bell. Und auch wieder mit Buchschnitt. Nummer 14. Wollte gerade sagen, willst du nicht aufgehen? Noch eine Kerze. Wie kann man es lesen? Cozy Time. Entschuldigung, Cozy Home. Neue Teetasse kann ich gebrauchen. The books was belehrt. Das war 15, 16. Und passende Lesezeichen dazu. Das sieht einfach geil aus. Und was habe ich hier? Wow. Da habe ich keine Ahnung, wohin damit, aber egal. Es sieht geil aus. Und weiter mit 17. Aus Versehen verkehrt rum. Wie süß. Schaut euch mal den an. Und wie passt. Süß. Oh, eine Mütze. Kann ich gebrauchen. Die 19. Und noch eine Kerze. It's a Christmas movies and hot chocolate kind of day. Ja. Oh, das wird ein bisschen warm unter der Mütze. Okay. Weiter geht's. Schauen wir mal, was in meinem Geburtstag drin ist. Oh, ein Kalender. Oh mein Gott.
sind süß. Oh. Ja, das ist einfach schön. 21. Die ist auch cool. Die sind auch cool, wirklich. Oh. 1, 2, 3. Geben wir uns jetzt noch. 22. Okay, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was genau das ist. Aber es sieht schön aus. Nein, ich will nichts sagen. Nein. Und dann haben wir wahrscheinlich noch mal eine Kerze, würde ich sagen, oder? Oh, nein. Ein Glas. Fine. Make me your violent. Oh, wie cool. Die will ich ja eigentlich gar nicht benutzen. Ein Glas. Und? Adlerins. Die 24. Moment, da ist was runtergefallen. Also, noch ein Buch mit dem Farbschnitt. Dann war noch so ein Aufkleber drin. Und, oh, das sieht auch cool aus. Noch eine Kerze. Und das war jetzt der Adventskalender der Buchmädchen. Ich soll vielleicht nochmal einen Schluck Tee trinken. Falls ich es vergessen habe zu erwähnen, die Buchmädchen haben ein paar Adventskalender restockt oder ein paar Sachen davon. Also könnt ihr gerne da nochmal vorbeischauen. Garantieren kann ich es nicht, wenn das Video online geht, dass es immer noch da ist. Ja. Und ich muss sagen, wow! Zwei Sachen drin waren, fand ich cool. Und die Designs von denen, ich bin total happy, dass ich ihn habe. Und endlich ausgepackt. Ja gut, ich hoffe beim nächsten Video, ich habe ein bisschen mehr bessere Stimme oder so. Bis dann, ciao.